Strahlende Gesichter gab es am frühen Morgen für die Clubprofis zu sehen. Zahlreiche Spieler waren in Nürnbergs Grundschulen unterwegs und beschenkten zum neuen Schuljahr die Erstklässler. Und die waren begeistert von den Präsenten. Zum ersten Mal fand die Aktion statt und sorgte nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Profis für ein Lächeln im Gesicht. Ich denke auf jeden Fall, dass wir uns gefreut hätten damals. Die Kinder wissen ja noch nicht so ganz, wer wir sind und was wir machen. Und ich denke auf jeden Fall, dass es den Kindern richtig Spaß macht. Uns macht auch Spaß. Zwar ein bisschen früh, aber das passt schon. Ja, ich denke, man kann so den Kleinen etwas zurückgeben und sie vielleicht auch anspornen, ins Stadion zu kommen. Und dann wächst der Club auch. Und ich denke, das ist das Zeichen hier. Und ja, deswegen machen wir das gerne, um auch Nürnberg zu helfen. Und ja, umso schöner ist es, wenn dann die kleinen Kinder groß werden und dann auch erwachsene Fans werden von Nürnberg. Sehr schön. Neben Autogrammen und Fotos gab es für jedes Kind auch einen Turnbeutel mit allerlei Geschenken, wie einer Trinkflasche oder einem Gutschein fürs Clubhaus. Da die nächsten Tage noch weitere Grundschulen besucht werden, wollen wir an dieser Stelle jedoch noch nicht alle Inhalte verraten. Auch die ein oder andere Frage wurde gestellt, die die Spieler geduldig beantworteten, ehe es in die nächste erste Klasse ging. Die erste Frage war, seid ihr gut? Spielt ihr Fußball? Welche Position spielt ihr? Also es sind schon viele Fragen, die wissen noch nicht richtig, aber es macht Spaß, die Fragen zu beantworten. Ja, kommt super an, weil wir selber klein waren und wir hätten uns immer gefreut, wenn Profis gekommen wären. Und von daher, man sieht es ja, die Begeisterung bei den Jungs hier, deswegen absolut super. Eine ganz, ganz tolle Aktion, dass wir die Jüngsten schon gleich zum Club bringen und macht riesig Spaß. Und wenn man in die Augen der Kids guckt, wie die strahlenden Augen, eine richtig gelungene, super Aktion. Insgesamt fast 40 Schulen und über 3500 eingeschulte Kinder durften bzw. dürfen sich über den Besuch des Club freuen. Und die strahlenden Kinderaugen haben gezeigt, die Aktion war ein voller Erfolg.